Hallo, ich bin Dieter Bethke von der Photophonie und in diesem kurzen Tutorial zeige ich euch, wie ihr mit einer einfachen Einstellung an der Kamera und in Adobe Lightroom Ordnung in eure Focus-Stacking-Aufnahmen bekommt. Bleibt dran! Ich zeige euch jetzt gleich, wie ihr mit Hilfe einer bestimmten Einstellung an eurer Olympus EM1 und der entsprechenden Weiterverarbeitung in Lightroom Ordnung in eure Focus-Stacking-Aufnahmen bekommt. Olympus hat ja kürzlich das Firmware-Update 4.0 für die OMD EM1 herausgebracht und dabei ist ein besonderes Feature, das sogenannte Focus-Stacking, mit gekommen, was eine ganz tolle Funktion ist und viele von euch benutzen die auch schon, ich auch. Und dabei ist mir aufgefallen, die Kamera macht ja im Focus-Stacking-Modus 8 Einzelaufnahmen, die sie dann in der Kamera selber zusammensetzt zu einer 9. Aufnahme, die eben automatisch generiert wird, in der diese ganzen Einzelaufnahmen zusammengerechnet überblendet worden sind, das sogenannte Stacking. So, jetzt bleiben aber auf der Speicherkarte auch die 8 Einzelaufnahmen, also die Ausgangsbilder, liegen plus das Ergebnis. Und ich und auch einige da draußen, wie ich in Forenkommentaren gelesen habe, würden gerne in Lightroom schnell umschalten können zwischen einer Ansicht von nur den Ergebnissen, um die miteinander vergleichen zu können, und vielleicht nochmal einer Ansicht der Einzelaufnahmen, was ja Sinn machen kann, wenn man sich da nochmal eine rauspicken will, weil man die vielleicht von Hand nochmal ins Endergebnis an bestimmte Stellen einbauen will. So, also habe ich mal überlegt, was kann man da machen? Und man muss einfach an der EM1, bevor man loslegt mit seinen Stacking-Experimenten, eine bestimmte Einstellung bei den Dateitypen machen. Das Ganze basiert darauf, dass man in Lightroom nachher zwischen Aufnahmen, die im RAW-Format gemacht worden sind, und denen, die im JPEG-Format gemacht werden, sortieren und filtern kann. So, das heißt also, ich muss die Olympus EM1 so einstellen, dass sie beim Aufnehmen der Einzelaufnahmen RAWs abspeichert, beziehungsweise RAW plus JPEG, weil was anderes geht nicht. Und das Endergebnis eines Stackings ist immer ein JPEG. Das lässt sich nicht ändern, das ist so. Und das ist auch gut so in diesem Fall. Und ihr werdet jetzt sehen, wie das geht, was man an der Kamera einstellen muss und wie dann der Workflow in Lightroom weitergeht. Ich zeige es euch. So, das Ganze fängt damit an, dass ich im Kameramenü, ich drücke jetzt die Menütaste, dass ich im Kameramenü 2 die Belichtungsreihe erstmal überhaupt aktiviere. Dazu muss man reingehen, ein auswählen, OK drücken. Jetzt muss man wieder mit der rechten Pfeiltaste wieder reingehen, nochmal reingehen. Und jetzt möchte ich das Focus Bracketing starten. Dazu muss ich ganz nach unten mit der Taste nach rechts reingehen. Dann auf Einschalten. Das muss man mit OK bestätigen. Jetzt muss ich wieder mit der rechten Cursor-Taste reingehen, nochmal reingehen. Und jetzt erst bekomme ich die Auswahl, ob ich ein Focus-Stacking machen möchte, was man hier rüber ein- oder ausschaltet. Und hier unten Fokus-Unterschied. Da stelle ich ein, wie weit die Schrittweite sein soll. Und zwar wähle ich hier den Standardwert von 5 jetzt einfach mal aus. Das ist für unser Beispiel egal. Okay. Dann kann ich das Menü verlassen und ihr seht im Super Control Panel hier oben eingeblendet, wenn die Infotaste mitspielt, da oben seht ihr, dass der Bracket Modus aktiv ist. Soweit so gut. Jetzt kommt noch eine zweite Sache, die wir zur Vorbereitung machen müssen, und zwar aktiviere ich das Super Control Panel und schaue mal hier da unten, welche Speicherart für die Bilder eingestellt ist. Jetzt ist hier schon der richtige Wert eingestellt. Bei mir steht die Kamera normalerweise auf reinem RAW. Sobald man aber das Bracketing einschaltet, das Focus Bracketing, kann man reines RAW nicht mehr auswählen. Das ist ausgegraut, wie man hier sieht. Also wähle ich irgendein JPEG plus RAW. Large Normal in dem Fall, plus RAW.
Und wenn ich jetzt das Bracketing mache, ich feuere es einfach mal ab, dann schreibt die Kamera jetzt 8 Dateien auf die Speicherkarte. 9. Acht davon sind RAW plus JPEG, nämlich die Einzelaufnahmen mit unterschiedlicher Fokuseinstellung. Und das 9., das eigentliche Stacking, ist ein reines JPEG. Und das kommt uns jetzt gleich in Lightroom zugute. Und weiter geht's in Lightroom. Ich habe die Aufnahmen aus der Kamera schon importiert und habe sie hier mal passend hingelegt. Was ihr hier seht, ist das fertige Stacking-Ergebnis aus der Kamera. Und ich habe hier eine sogenannte Gruppe gebaut. Das heißt, in diesem Stapel von Bildern verbergen sich die 8 Einzelaufnahmen, die dann von der Kamera zum eigentlichen Stack zusammengebaut worden sind. So, damit der Trick funktioniert, wie ich in Lightroom schnell die Einzelaufnahmen finde und loswerden kann zum Beispiel, brauche ich eine Funktion von Lightroom, das nennt sich die Filterleiste. Die Filterleiste findet ihr unter Ansicht, Filterleiste anzeigen. Dann klappt die hier so oben rein und wenn ihr auf den Punkt Metadaten klickt, dann bekommt ihr dieses Auswahl, ja, Menü oder wie soll man sagen, diese Selektoren sind es eigentlich. Und man kann hier oben, wenn man da hinklickt, kann man diese kleinen Dreiecke berühren mit der Maus, also anklicken und dann kann man auswählen, welchen Selektortyp man haben will. Und ich habe hier vorne eingestellt, also zuerst mal wird nach Kamera sortiert. Na klar, Focus Stacking kann nur die EM1, deswegen ist das auch die einzige auswählbare Kamera hier. Und jetzt kommt der eigentliche Clou. Der zweite Selektor, den ich mir hier zurechtlege, ist der Dateityp. Ich habe ja eben gesagt, ich habe an der Kamera dafür gesorgt, dass die Einzelaufnahmen RAW plus JPEG sind. Und hier könnt ihr sehen, die Dateiendung ist .orf und es gibt ein Filialdokument als JPEG, das interessiert uns aber nicht weiter. Wichtig ist, dass die Einzelaufnahmen im RAW-Modus gespeichert wurden. Das Stacking, das die Kamera zusammengebaut hat, liegt aber nur als reines JPEG vor. Und jetzt kommt der Trick. Da ich über Dateityp jetzt selektieren kann, kann ich sagen, ich lasse mir nur die Einzelaufnahmen anzeigen, indem ich RAW auswähle. Oder ich lasse mir nur das Stacking-Ergebnis anzeigen, indem ich JPEG selektiere. Ganz einfach. RAW, die Einzelaufnahmen. JPEG ist das fertige Ergebnis. Wenn ich beide selektiere, dazu halte ich jetzt die Command-Taste am Mac, das müsste bei Windows die Kontrolltaste sein, gedrückt. Dann habe ich alle 9 Aufnahmen, die 8 einzelnen und das Stacking-Ergebnis hier. So, was bringt das jetzt? Ganz einfach. Wenn ich mir nur die Stacking-Ergebnisse anzeigen lassen will, zum Beispiel ich habe 20, 30 verschiedene Durchgänge gemacht, dann tippe ich hier auf JPEG und ich sehe nur die 20, 30 fertigen Stackings, wie sie aus der Kamera kommen und kann die direkt miteinander vergleichen. Wenn ich jetzt die Einzelaufnahmen schnell loswerden will, dann selektiere ich nach RAW. Drücke Command A unter Windows Control A, wähle also alle Dateien aus und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist, ich drücke die Backspace-Taste, also die Entfernen-Taste und klicke hier auf Vom Datenträger löschen. Und schon sind die 8 Einzelaufnahmen komplett getilgt, von der Festplatte gelöscht, die sind unwiederbringlich weg, die kommen nie wieder. Ich mache das jetzt nicht, weil ich diese Aufnahmen noch brauche für spätere Anwendungen, aber hier raufklicken, das wäre jetzt das Rätsel Lösung. Und dann bleibt am Ende nur noch das übrig, was ihr als Stacking-Ergebnis aus der Kamera haben wolltet. So, ich hoffe, der kleine Trick hat euch ein bisschen weitergebracht. Für alle, die da draußen sind und eine EM1 besitzen, Focus-Stacking machen wollen und Lightroom benutzen. Ich weiß, das sind wahrscheinlich nicht allzu viele, aber vielleicht hilft es euch. So wuschel ich mich hier jetzt durch. Ich habe noch keinen besseren Weg gefunden. Vielleicht gibt es einen, aber das hier ist im Moment zurzeit mein Weg, wie ich da ein bisschen Ordnung reinbringe. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid und ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und weitergebracht. Falls das so ist, dann würde ich mich freuen, ihr gebt hier in YouTube unter dem Video den Daumen nach oben. Vielleicht abonniert ihr auch den Kanal oder geht auf unsere Webseite photophonie.de. Da findet ihr noch mehr nützliche Tipps, entweder in Form von Podcast-Beiträgen oder Blog-Beiträgen, die wir geschrieben haben. Und ja, vielleicht bleibt ihr auch bis demnächst hier im Kanal dran, weil das nächste Tutorial, das ich hier machen werde, wird sich wieder mit Focus-Stacking beschäftigen. Und zwar wird es dann darum gehen, wie man die Funktion schnell aufrufen kann, schnell benutzen und auch schnell wieder abschalten kann. Für den kleinen Stack zwischendurch aus der Hand. Also, bleibt dran und schaut wieder rein. Dankeschön, bis bald.